Saga! Verdammtes FBI, FBC! Ihr Regierungsarschlöcher ruiniert alles! Lasst uns raus hier, verdammt nochmal! Ihr seid die Anführer des Kults. Ihr geht nirgendwo hin. Wake wird alles ruinieren. Werden Sie ihn los, Saga? Sie haben mich angeschossen. Typisch Regierung. Agent Young hielt sein Klemmbrett gegen das Licht. Die Ausrüstung war vollständig vorhanden. Er kreuzte die Kästchen an und war zufrieden. Ein Geräusch auf der anderen Seite des Geländes ließ ihn innehalten. Er spähte in die Dunkelheit nichts. Achselzuckend unterschrieb und datierte er das Formular. Esteves wollte, dass alles bereit war. Nur für den Fall der Fälle. Young schätzte einen vorsichtigen Anführer. Esteves hatte sich zusammengerissen, selbst nachdem es im Oldest House dunkel geworden war. Young machte sich auf den Weg nach drinnen. Das örtliche Sheriffbüro war etwas eng, aber immerhin gab es dort eine Kaffeemaschine. Young war zuversichtlich. Der Paratilitarier war bereits in Gewahrsam. Ein weiteres Klappern hinter ihm, diesmal näher. Mit der Hand an seinem Halfter drehte er sich um. Er rief in die Dunkelheit hinaus. Diese Station wurde vom Federal Bureau of Control beschlagnahmt. Sie sind nicht autorisiert, sich hier aufzuhalten. Plötzlich flackerten die Lichter und gingen aus. Young konnte nichts mehr sehen. Dann ertönten aus dem Inneren des Bahnhofs die Schreie. Warum denn Bahnhof? Es hat komisch übersetzt. Okay. Na du? Das hier sieht ja eher... Ah ne, hier haben sie ihr ganze Zeug einfach nur gelagert. Ich würde schon sagen, hier sieht schon mehr nach Old Gods of Asgard aus. Was ist der andere? Kein Schlüssel. Ach komm schon, warum geht denn das nicht? Wake? Bin hier. Du bist nur schon wieder so blutig. Hast du ihn? Wir zwei müssen reden. Sie haben Logan in der Geschichte erwähnt. Das haben sie mir selbst verraten. Aus dem dunklen Ort. Achtung! Scratch kommt! Er ist ganz nah! Er ist fast hier! Ihretwegen ist meine Tochter tot! Sie ist ein Kind! Was zum Teufel stimmt nicht mit Ihnen? Ich bringe das in Ordnung. Ganz sicher. Ich rette alle, aber uns rennt die Zeit davon. Ich brauche den Klicker. Na, den hab ich. Falsch besetzt war bei dem Spiel möglich. Aber wir waren ja auch im Bahnhof, in Caldera Station. Macht vielleicht nicht so wirklich Sinn, weil die ist in New York, aber da waren ja auch Schreie. Also irgendwie würde es dann wieder zu Alans Geschichte passen. Ich weiß nicht, vielleicht war auch eher die Polizeistation gemeint da. Ich hab den Klicker. Ich hab den Klicker. Sie werden das in Ordnung bringen. Und meine Tochter retten. Versprechen Sie es. Ja, versprochen. Aber wir haben keine Zeit mehr. Schnell! Gib ihm nicht, verdammt! Verflucht! Er ist ein verfluchtes Monster, Saga! Wake? Da ist er. Wir haben auf dich gewartet, du blödes Arschloch. Ich werde dich verdammt nochmal vernichten. Oh. Das ging schnell. Ja, komm. Oh, schicke neue Klamotten. Hi, Scratch. Der kann doch auch in mich reinfahren. Warum das Ding? Scheiße, 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 Scheiße. Das ist Scratch. Er hat sich für Wake ausgegeben. Blaues am Arsch. Esteves, bitte komm. Scratch ist hier. Ich muss Ellen erschießen. Das Dunkel heilt, sobald er getroffen wird. Verstanden. Ellen, wir können noch reden. Ellen 2. Ah. Da ist der Exit. Raus hier. Wir haben noch ein bisschen mehr Platz. Wie schalte ich sie ein? Ich kann sie von hier aus
aktivieren, aber Sie müssen zuerst die drei Energiekerne vorbereiten. Die passenden NPC-Generatorwürfel. Oh, oh hier. Da ist auch noch einer. Renn doch schneller. Oh Gott. Oh shit. Nee, ich krieg's nicht hin. So schnell. Auch mehr Zeit. Ich muss da mal ran. Da ist ein Propan-Tank. Ja, das ist richtig. Ja, immer kurz vorher schnappt er mich. Ellen, du kannst doch in mich einfahren. Hol dir den Klicker doch. Oh, shit. Okay. So hat er aber nicht gemeint. Halt dich doch mal ein bisschen schneller. Au. Endlich. Ah! Oh shit. Komm. Beeil dich. Noch ein Kern aktiviert. Ah. Ah. Wo ist das Ding? Hier. Oh Gott, beeil dich. Jetzt mach das Ding an. Stimmt, er heißt ja Scratch und nicht Ellen. So, Scratch ist explodiert. Ist er jetzt tot? Scratch war hier. Wird zurückkehren. Was zum Teufel machen wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Und Ellen liegt da jetzt immer noch bewusstlos in der Zelle, oder wie? Der hat sich ja den Körper von dem anderen geholt. Obwohl er immer noch so aussah wie Ellen. Singt Scratch mal. Voll cool.
Na, ihr beiden. Scratch ist Wakes Doppelgänger. Er hat uns reingelegt. Er konnte mir beinahe den Klicker abnehmen. Der ganze Plan ist am Arsch. Wie konnte das so schief gehen? So eine Zeitverschwendung. Sie sagen es, Henderson. Es ist ein Desaster. Also, wie lautet der Plan? Nicht zu glauben, dass er uns reingelegt hat. Scratch hat uns reingelegt und sich als Wake ausgegeben. Er konnte mich fast überzeugen. Hätte meinen Instinkten trauen sollen. Ich hatte schon beim See ein schlechtes Gefühl. Als diese verrückte Monsterwolke im Wald auf mich zukam, konnte ich ein Gesicht darin erkennen. Es war Wake. Ich glaube, er war schon immer ein Monster, Scratch. Was denken Sie über die Situation? Das FBC kümmert sich normalerweise darum, oder? Was meinen Sie? Moment. Sie haben ein paranatürliches Objekt mitgebracht, ohne es zu sagen, und es dann fast einem feindlichen Wesen überlassen? Ich wusste nicht, ob ich Ihnen trauen kann. Das war ein Fehler. Scratch zu glauben ebenfalls. Aber es ist noch Zeit. Ich muss noch mehr verstehen. Das stimmt. Wir sollten langsam so tun, als wären wir auf der gleichen Seite, ja? Wegen der Realitätsveränderung. Die Geschichte verändert die Realität. Deshalb ist meine Tochter hier gestorben. Obwohl sie eigentlich zu Hause in Virginia hätte sein sollen. Wissen Sie, ob das... AWEs sind lokale Realitätsverzerrungen. Der Bereich außerhalb der Stadt ist nicht davon betroffen. Manchmal dehnen sie sich aus, manchmal verpuffen sie. Wenn wir Letzteres garantieren, geht es deinem Kind vielleicht gut. Ich kann meine Familie nicht an sowas verlieren. Die ganze Sache ist ein Albtraum. Ich darf nicht zulassen, dass meine Familie zerrissen wird. Es ist nicht einfach, eine Familie in diesem Beruf zu haben. Die Nachtschichten, das Reisen und alternative, existenzbedrohende Realitäten. Meine Ex-Frau konnte das nicht ertragen. Kieran, Sie sind ohne sie besser dran. Ich bin das jedenfalls. Irgendwelche nützlichen Infos? Sagen Sie mir, was ich übersehe. Das FBC muss etwas wissen. Gute Neuigkeiten. Wir haben Infos vom Bureau darüber. Schlechte Neuigkeiten, alles streng geheim. Gute Neuigkeiten, betrachten Sie sich als Mitglied des FBC. Hier der Schlüssel zur Zelle mit den Akten. Viel Spaß. Okay. Das ging schnell. Danke. Sehr gut. Gefängnisschlüssel. Ah, die Sachen unten, okay. Ja, dann speichere ich mal. Die Waffe haben wir schon. Oh. Sie haben wirklich alles vergessen? Sie erinnern sich nicht, dass Logan, David und ich in Virginia gelebt haben? Ich weiß noch, dass Sie und David Probleme hatten. Sie brauchten eine Auszeit. Sie und Logan sind nach Watery gezogen und dann ist Logan etwas Schreckliches zugestoßen. Als sie zurückkehrten, dachte ich, sie wären die perfekte Partnerin, wenn sie bereit wären, dorthin zurückzukehren. Okay, das reicht. Okay. Oh, jetzt können wir an den Computer. Ich glaube, das kennen wir schon, oder? Sicherheitsmaßnahmen, hey. Ich verstehe, dass man die Festgenommenen hinter Schloss und Riegel bringen muss. Ja, das kennen wir schon. Wurschfest. Ich habe beim letzten Mal die Abstimmung über die Sicherheitsvorkehrungen beim Hirschfest verpasst. Was gibt's Neues zum Thema Sicherheit in der Menge? Wer immer Bajonett in die Vorschlagsbox geschrieben hat, hat eindeutig einen Scherz gemacht. Oder? Oder? Was ist ein Bajonett? Sagt mir gar nichts. Erinnerungen? Kennen wir, glaube ich, schon. Thornton erinnert sich daran, dass ich ihm das Geld schon vor Monaten zurückgezahlt habe, indem ich ihn zum Mittagessen eingeladen habe. Also hören Sie nicht auf ihn und fassen Sie mein Gehalt nicht an. Deputy Mulligan. Mulligan schuldet mir $20 und weigert sich, sie zurückzuzahlen. Ich schlage vor, dass wir ihm diesen Betrag plus Zinsen vom Lohn abziehen und ihm direkt meinen Gehaltscheck hinzufügen. Okay. Keine ganzen Fische in die Mikrowelle, das sollte ich nicht sagen müssen. Okay. Gut. Speichern nochmal, dann machen wir mal ein bisschen Profiling, wa? Haben wir schon wieder was offen? Oh. Ah ja. Unsere Falltafel.
Aber ein bisschen außer Acht gelassen gerade. Das habe ich schon gelöst. Ja. Das kommt hierhin. Das kommt dahin. So, Wake angegriffen. Frag mich, ob er jetzt unten liegt oder einfach jetzt weg ist. Scratch hat versucht, den Klicker zu stehlen. Hat Scratch uns die ganze Zeit getäuscht, indem er vorgab, Wake zu sein? Wo ist der echte Alan Wake? Na, das wird ja richtig wild hier. Wir müssen sowieso runter. Dann sehen wir, ob Alans Körper noch da ist oder nicht. Er sah so aus, als wäre er da reingeswuscht in den anderen Körper von dem Koskeller-Bruder da. Das wäre wild, wenn das schon die ganze Zeit... Aber das macht Sinn. Wir hatten ja gelesen, dass alle, die aus dem See kommen, böse sind. Und deswegen die Kultisten ja hinter den Leuten hinterher sind, um die zu töten. Deswegen wollten die auch Alan töten, als wir letztes Mal im Wald waren. Das heißt, es könnte gut sein, dass er schon die ganze Zeit Scratch war und sich nur als Alan ausgegeben hat. Oh mein Gott, der Plot-Twist. Scheiße. Wo ist Wake? Der Wake ist irgendwie in seiner eigenen Welt in New York. Casey, das Ding, das Casey angriff, hatte Wakes Gesicht. Wake existierte nie, es war die ganze Zeit Scratch. So, Wake kontaktierte mich aus dem dunklen Ort. Wo er wahrscheinlich auch immer noch feststeckt. Und dieser dunkle Ort ist ja irgendwie immer noch New York für ihn zumindest. Scratch wollte dasselbe wie Wake, den Klicker. Versuch's weiter. Spannend. Eigentlich so gar nicht kommen sehen. Gehen wir mal bei Casey rein. Caseys Zustand. Ich weiß, dass etwas nicht stimmt. Was passiert mit Casey? Ich bin am Arsch. Na toll. Ein Schatten kriecht unter meine Haut. Oh nein, bitte nicht. In meinen Kopf. Sagen Sie meiner Ex, dass es mir leid tut. Was war's, Casey? Etwas stimmt nicht mit ihm. Er ist schwerer verletzt, als er zugibt. Er hat Angst. Solange er sich nicht auch noch besessen lässt. Scratch. Was Scratch will. Scratch tat so, als wäre er Wake. Manipulierte mich. Was will er von mir? Der Klicker. Nein, ich habe die Kontrolle. Das ist mein Gedankenraum. Er ist mächtig. Zu mächtig. Allein seine Anwesenheit hier macht mich krank. Wie eine Welle des Schreckens in meinem Kopf. Ich spüre sein Verlangen nach dem Klicker. Alan. Im dunklen Ort gefangen. Ich dachte, Wake wäre dem dunklen Ort entkommen. Tja, da dachte ich auch. Der Big Apple in einem Ozean der Dunkelheit. Abgetaucht. Anmerkung des Lektors. Falsche Zeitform. In einer Schleife gefangen. Meine Freunde treffen ihn, wenn ich weg bin. Wake ist immer noch am dunklen Ort gefangen. Vielleicht war er das immer. Wake sitzt im dunklen Ort fest, ja, in seiner Schleife. Das merken wir immer, wenn wir bei ihm sind. Wake sitzt im dunklen Ort fest. Er wollte mich erreichen, in den Übergängen mit mir kommunizieren. Wake retten. Aber wie? Tja, das ist eine gute Frage. Ah, wir haben ja nochmal Lunchboxen gefunden. Bright Falls, da oben. Klar. Nochmal Bright Falls. Nochmal Bright Falls. Ah, glaube ich alle. Geil. Alle Lunchboxen entdeckt. Ich glaube, in Watery fehlt uns... Ah ne, in Watery haben wir alle. Aber in Cauldron Lake noch nicht. Aber es kann sein, dass es da noch einen Ort gab, wo wir noch nicht reinkommen, wegen Schraubenzieher oder Bolzenschneider. Ah, da waren ja fast alle. Crazy. Okay. Kinderreime.
hatten wir auch schon wieder welche in Bright Falls. Da fehlen uns auf jeden Fall ein paar mehr. Aber damit hat ja das FPC ja auch irgendwie zu tun. Ist irgendwie noch ein bisschen merkwürdig. Aber hier waren Bright Falls auch alle. Ist schon mal cool. Watery und Cauldron Lake. Und eine Puppe fehlt uns noch. Kultverstecke. Ach je, das müssen wir erstmal ein bisschen aufräumen hier. Davon haben wir einige gefunden. Vielleicht sogar alle, mal gucken. Ja, wirkt so. Nice. Da war auch alle. Cool. Cauldron Lake fehlt noch einer und in Watery 2. Okay, aber in Watery, ich weiß, dass wir da im Leuchtturm, in den Leuchtturm müsste, glaube ich, noch einer sein, wenn ich mich richtig daran erinnere und das richtig gelesen hatte. Da kommen wir ja noch nicht rein. Obwohl, nee, warte mal, wir müssen ja alle Kultverstecke finden, um überhaupt in den Leuchtturm reinzukommen. Ah, naja, mal gucken. Geschichte. Mal hier. Das FBC brachte starke Lichtfelder, um die Besessenen zu beendigen. Hier? Ja. Das Dunkel ist durch helles Licht verwundbar. Zumindest das macht Sinn. Okay, das ist alles für später. Kult des Baumes. Notiz, die Kultisten auffordert, den Schriftsteller zu töten. Kultziel vielleicht? Ja. FPC hatte die Kultaktivitäten mit Wake verknüpft. Okay. Hier hatten wir noch was. Achso, das war für später. Fakt versus Fiktion, das war auch für später. Okay. Die Geschichte verändert ihre Erinnerungen. Meine Erinnerungen sind verzerrt. Sie sind Fiktion. Logan ist am Leben. Ich bin nicht geschieden. Wir sind nie hierher gezogen. Ich kenne die Wahrheit. Wake oder Scratch meinte, jemand könnte uns mit der Geschichte angreifen. Wir dürfen nicht alles glauben. Aber woher sollen wir wissen, dass uns die Geschichte keine falsche Hoffnung macht? Ich kann sie nicht überzeugen. Ich muss die Geschichte ändern. Okay. Gehen wir mal wohl noch mal runter. Genau die Fälle hat mein Ex gehasst. Die lebensgefährlichen Fälle. Schon komisch. Die Fälle, bei denen ich draufgehen konnte, waren meiner Ex am liebsten. Leute, warum ist denn der Koskeller-Bruder da draußen? Ich meine, der hat, glaube ich, gerade seinen anderen Bruder verloren, aber warum ist er aus seiner Zelle raus? Das gefällt mir nicht. Der wird mir doch so in die Google gehen jetzt. Entschuldigen Sie bitte. Was machen Sie hier? Tut mir leid wegen Jaco. Das mit deinem Bruder tut mir leid, Ilmo. Jaco war so herzensgut. Er war immer dabei, ganz egal, wie dämlich meine Ideen auch waren. Hat immer gerne geholfen. Ich war unvorsichtig. Ich denke nie etwas zu Ende. Es ist meine Schuld. Zeit, die Wahrheit über den Kult zu sagen. Ich weiß, das ist kein guter Zeitpunkt. Aber Sie müssen mir alles über den Kult des Baumes erzählen. Der Kult ist die verrückteste Idee, die funktioniert hat. Ich meine, welcher Kult nennt sich selbst Kult? Genau. Wir beschützen Watery und Bright Falls. Wir sind die Guten. Eine geheime Nachbarschaftswache. Das war zumindest der Plan. Wir wussten schon immer von dem Schrecken im See. Wir erledigen die Besessenen, die dort auftauchen. Ja, das habe ich schon erschafft bekommen. Keine Besessenen. Ihr tötet nur die, die es bereits sind. Deswegen ist der Kult auch gar nicht so schlimm eigentlich.
eigentlich. Wie lange ist dieser Kult schon aktiv? Wie lange existiert dieser Kult bereits? Einige Leute hier wussten schon immer vom Cauldron Lake. Vor uns waren es die Fackelträger. Als ich die Mission weiterführte, wollte ich sie einen Kult nennen. Es war genial. Der Name allein war schon die halbe Miete. Die Leute hatten zu große Angst davor, nachts in den Wald zu gehen. Regel Nummer 1. Angst sorgt für große Motivation. Was waren Sie mit Alan Wake? Ihr habt versucht, Alan Wake zu töten. Warum? Der Cauldron Lake hat noch nie etwas Gutes hervorgebracht. Sein Werk war der Auslöser des Albtraums in Bright Falls 2010. Seitdem tauchen die Seiten seiner Geschichten im See auf und bringen immer wieder Monster hervor. Er ist schuld, Wake. Und wenn wir ihn nicht stoppen, tut es niemand. Wakes böser Doppelgänger Scratch ist die eigentliche Bedrohung, nicht Wake. Ich werde ihn stoppen. Ich habe noch nie von einem Scratch gehört. Interessant. Jakob. Ein bisschen tut er mir ja schon leid, ne? Eigentlich wollten die ja wirklich nichts Böses. Aber wenn das wirklich Scratch die ganze Zeit war, ey, meine Güte. Hat er aber gut gemacht. Besessene töten. Emo sagte, der Kult tötet Besessene. Ist das die Wahrheit? Hirschmasken in großen Mengen. Da treibt jemand. Flugt auf ein Besessener am Ufer. Ruft die Gang, Jakob. Wir gehen auf die Jagd. Kult des Baumes. Für Sicherheit in der Stadt seit 2013. Emo sagt die Wahrheit über den Kult. Er kämpft wirklich gegen Besessene. Wir sind auf derselben Seite. Wer hätte das gedacht? Aber die Vermutung hatte ich ja vor 4 Stunden, glaube ich, irgendwann schon mal geäußert, als wir irgendwie so einen Text mal gefunden hatten. Nightingale kam zurück. Wenn der Kult Besessene tötet, warum wurde dann Nightingale zu einem? Privatparty nur auf Einladung. Falsche Zeit, falscher Ort. Zeit zu gehen, Jakko. Halb erledigt heißt gar nicht erledigt. Nightingale wurde zum Besessenen, weil die Bookers das Ritual unterbrochen haben. Okay. Das macht halt irgendwie alles wieder so ein bisschen Sinn, ne? Oh Mann. Okay, das ist alles noch für später. Kult des Baumes. Ilmo, er hat noch nie von Scratch gehört. Hier. Nicht? Ilmo und Jaco? Wer ist involviert? Nee. Doch, das muss doch dahin. Ilmo Nightingale war bereits gefangen. Das Ritual des Kurz hätte ihm aufgehalten, aber es wurde unterbrochen. Wo soll denn das hin? Naja. Da. So, Kultritual vernichtete Nightingale nicht, weil die Bookers das Ritual unterbrochen haben. Naja. Die kamen ja da irgendwie dazwischen. Ilmo, der Kult fand Wakes Seiten in den Besessenen und glaubte, er sei der Grund dafür. Der Kult glaubte, Wake sei für die Besessenen verantwortlich. Sie glaubten, sein Tod würde alles aufhalten. So, kommt das denn jetzt noch hin? Er hat noch nie von Scratch gehört. Nein. Das muss doch irgendwie ein neuer Ort sein, oder? Da, okay. Kult arbeitete nicht mit Fürweg oder Scratch agierten allein. Der Kult des Baumes hat es auf Menschen abgesehen, die bereits von dem Dunkel verdorben sind. Sie wollten die Gemeinde schützen. Na, hier zum Ziel, oder? Ja. Genau. Fall abgeschlossen. Der Kult des Baumes ist nur ein Versuch der Koskelas, das Problem mit den Besessenen zu lösen. Nachbarschaftswache. Das Ritual sollte Besessene vernichten, nicht sie erschaffen. Ja. Es
So, Fakt oder Fiktion, da haben wir noch Sachen, aber das können wir noch nicht machen. Geschichte ist auch alles für später. Angst sorgt für große Motivation, deswegen spielst du so gern Alan Wake 2, ja. Gut zusammengefasst. So. Oh. Offenbar hat der Kult gegen Besessene gekämpft. Der Kult des Baumes tötet Besessene. Sie waren auf unserer Seite, auch wenn ihre Methoden fehlgeleitet und kriminell sind. Aus unserer Perspektive sah es korrekt aus. In diesem Fall ist nichts, wie es scheint. Zu viele gegensätzliche Geschichten. Zu viele Versionen der Wahrheit. Ja. Ich kann es kaum erwarten, diesen Fall hinter uns zu lassen. Wenn das alles vorbei ist, müssen wir uns unterhalten. Es hat sich alles verändert. Meine Familie, ich, die ganze verdammte Welt. Der Kaffee geht auf mich, Anderson. Na endlich. Partner bis zum Schluss. Der Fall geht in die Geschichte ein. Mhm. Ah, das war clever. So, hast du noch was zu sagen? Nee. Du warst der bessere Koskeller. Viel besser als ich. Oh Mann, der Arme. Wie auch immer er hier rausgekommen ist, aber... Nee, Wake ist nicht da. Da war er wahrscheinlich wirklich die ganze Zeit schon Scratch. Oder wurde jetzt übernommen von Scratch. Kann natürlich auch sein, dass er schon Alan die ganze Zeit war, aber genau hier, weil er schon die ganze Zeit meinte, Scratch ist so nah, dass er hier irgendwie übernommen wurde. Ah, Transkript der Befragung von Alan Wake. Mutmaßlicher Paratilitaria. Standort Bright Falls. Befragter Kieran Esteves, Leitner Agent. Mr. Wake, Sie wurden vom FBC in Gewahrsam genommen und werden zu einem späteren Zeitpunkt eingehend befragt, aber vorher muss ich Sie noch fragen, ob Sie uns etwas über den Vorfall im Hotel sagen können. Alles, was für uns von Interesse sein könnte. Es gibt hier eine Kraft, die Sie nicht verstehen. Eine Präsenz. Sie ist hinter mir her. Sie will mich verschlingen, alles verschlingen. Ja, Sie haben das Dunkel bereits erwähnt. Warum ist das hinter Ihnen her? Es labt sich an Künstlern, von der Kunst, die sie schaffen. Es ist hinter mir her, weil ich Schriftsteller bin, aber es kann jede Form von Kunst sein. Jeder künstlerische Ausdruck, Musik, Malerei, Film, Fotografie, was wir auch schon bei den Old Gods of Asgard gemerkt haben, es kann sich von allem ernähren, von allem. Das müssen Sie mir glauben. Wir sind uns dieses Wesens sehr wohl bewusst, Mr. Wake. Wir folgen die Situation hier schon seit langem. Auch Sie haben wir schon seit über einem Jahrzehnt auf dem Radar. Ich bin mir sicher, dass die Verrückten in der Forschungsabteilung ihre Freude daran haben werden, Sie zu überprüfen. Hey, notieren Sie, dass das vor der Einrichtung redigiert wird. Kommen wir zum Thema zurück. Sie haben vorhin einen Lichtschalter erwähnt. Wo ist er jetzt? Ich weiß es nicht, aber ich brauche ihn. Ohne ihn kann ich die Sache nicht beenden. Helfen Sie mir, ihn zu finden? Mr. Wake, Sie befinden sich in Untersuchungshaft und werden wegen mehrerer Straftaten angeklagt. Wir werden Ihnen kein mutmaßlich paranatürliches Objekt überlassen. Sie hören mir nicht zu. Wir hören Ihnen sehr wohl zu. Haben Sie irgendwelche Komplizen? Schimpfwort. Sie sich, lassen Sie mich hier raus, Sie. Schimpfwort. Es ist hinter mir her, wir sind alle in Gefahr. Das Interview wurde abgebrochen, weil die Person nicht kooperieren wollte. Oh. Der See ist ein Tor zum dunklen Ort. Einsatzbefehl dringend. Situation am 13. September 2013 um ca. 19 Uhr überschritten die Messwerte einer Überwachungseinheit zur Beobachtung des Cordon Lake die zulässigen Grenzwerte. Forscher vermuten, dass es sich dabei um eine Ursprungsdimension von A0A40, dem Schatten, handelt. Versuche, die FBC-Forschungseinrichtung WA03 mit dem Codenamen Das Haus am See zu kontaktieren. Blieben erfolglos. Eine Überprüfung des Ereignisses vor Ort ist nicht möglich. Reaktionsverfahren werden mit sofortiger Wirkung eingeleitet. Der leitende Agent K. Esteves wird die Ermittlungseinheit Beta vom Einsatzort redigiert ausmobilisieren. Alle verfügbaren schattenspezifischen Ausrüstungsgegenstände sind für den Einsatz freigegeben. Ziele: ein aktives Ereignis bestätigen. Wenn ein aktives AWE vorliegt, ist die Aufgabe des Teams, die Art und Schwere des Ereignisses festzustellen, die Exposition zu limitieren und zu versuchen, die Quelle einzudämmen oder zu neutralisieren.
Sollte kein aktives Ereignis vorliegen, müssen die Überwachungsgeräte überprüft, das Gebiet im begrenzten Umfang abgesucht und der Status des Hauses am See und der dortigen Mitarbeiter ermittelt werden. Zusätzliche Informationen zu den wichtigen Personen in dieser Gegend zählen die Mitglieder des Kultes Baums, Redigiert und Alan Way gilt aktuell als vermisst. Was zur Hölle ist ein Para-Utilitarier? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Gegenstandsklassifizierung, Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse, Beschreibung Paratilität. Berichten zufolge handelt es sich bei dem Gegenstand um einen Lichtschalter aus einem Lampenkabel, an dem noch ein Teil des durchtrennten Kabels befestigt ist. Auf den Aussagen der Augenzeugen ist der Gegenstand dazu in der Lage, die Realität zu verändern, wobei die Veränderungen auf Redigiert basieren. Wenn er von einem fähigen Paratilitarier benutzt wird, er ist schwierig, die Wirkung dieses Gegenstandes von der Schwelle des Cordon Lake zu unterscheiden, die für die wiederkehrenden AWEs in diesem Gebiet verantwortlich ist, da die einzigen berichteten Einsätze des Gegenstandes in der Nähe dieser Schwelle stattfanden. Ja, was sie da wahrscheinlich die ganzen Rituale gemacht haben, ne? Die ganzen Viecher kamen ja aus dem See, der Kult ist dann immer hinterher, der Kult hatte ja vorher den Klilka ja auch gehabt. Um das Böse da zu töten, dann kamen halt immer diese AWEs, denke ich mal. Ohne weitere Daten können wir nicht sagen, ob der Gegenstand die Wirkung der Schwelle verstärkt oder umgekehrt oder ob es überhaupt keinen Zusammenhang besteht. Aufzeichnung von Dr. Hartman, nachdem er eingeworden war, dabei ergeben, dass Alan Wake Barbara Jagger wahrscheinlich eine physische Manifestation eines Döde eliminiert hat, indem er den Lichtschalter in ihre Brust gesteckt und den Schalter umgelegt hat. Es wurde bestätigt, dass der Gegenstand im Jahr 2010 benutzt wurde, um fiktive Texte Realität werden zu lassen. Es ist jedoch unklar, welche Einschränkungen dieser Effekt hat. Schlussfolgerung: Der Lichtschalter ist möglicherweise ein ODM, aber das Team kann den Gegenstand aufgrund von Berichten aus zweiter Hand nicht abschließend klassifizieren. Eine ordnungsgemäße Untersuchung und Prüfung ist erforderlich, um die Klassifizierung und den genauen Effekt des Gegenstandes zu bestimmen. Denke dir einen neuen Plan aus. Okay. Erstmal raus und Luft schnappen. Haben wir hier noch ein bisschen Munition oder so rumliegen? Ja. Das nehmen wir doch gerne mit. Squitch würde ja jetzt wahrscheinlich noch nicht tot sein. Sich vielleicht nur ein bisschen an dem Licht gestört haben und sie ein bisschen aufgelöst. Vorerst. Okay, wir können gerade gar nicht nachladen. Erstmal Selfies machen hier. Du siehst aber auch aus wie ein Zombie. So. Profiling. FPC jagt über den Klicker und seine paranatürlichen Eigenschaften. Der Klicker verstärkt jede Veränderung der Realität durch ein Kunstwerk und macht sie dauerhaft. Das ist immer noch für später. FPC-Akt über Cordon Lake Schwelle in eine andere Realität. Kommen wir da Wake raus? Wake ist im dunklen Ort und der Cordon Lake ist die Schwelle für den dunklen Ort. Also müssen wir zurück zum Cordon Lake, wa? Das wäre jetzt meine Vermutung. Denk dir einen neuen Plan aus. Ja, Spiel. Versuche ich schon.
Radio. Wir haben aber mittlerweile viel gefunden. Wie denken wir uns denn jetzt einen neuen Plan aus? Was fehlt mir noch? Das ist alles für später. Das ist die gruselige Oma hier. Ist das nicht Donna? Ist im Altenheim? Jemand gesehen, was es mit dem Krawall auf sich hatte? Wer weiß. Könnte dies oder das sein? Ich glaube, dass sie die Koskela-Brüder dort eingesperrt haben. Ich habe sie vorhin hineingehen sehen. Oh je. Die Alten haben Freigang, ja? Stimmt, dafür sollten wir die wirklich verhaften, ey, der arme Elch. Oh, die Stadt braucht sie noch. Ich werde mich um die Angelegenheit kümmern, Ilmo. Aber jemand muss währenddessen die Stadt beschützen. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Okay. Okay. Ich trommle alles zusammen. Wir werden nicht noch mehr Leute wegen diesen verdammten Monstern verlieren. Wir werden meinen Bruder stolz machen. Vielen Dank, Ilmo. Okay, schön, haben wir ihn schon mal rekrutiert. Ich weiß immer noch nicht, was wir tun können. Hier sind wir eigentlich einmal durch. Das hatten wir, glaube ich, auch schon gesehen. Denk dir einen neuen Plan aus. Tja, wir könnten jetzt auch einfach nach Hause gehen. Kann ja mal zu meinem Auto gehen. Weil es schreit halt alles sehr danach, dass wir zum Cauldron Lake wieder müssen. Da einen Übergang schaffen, damit wir Alan Wake finden. Na hier, Spanner. Oh, ich hab irgendwas übersehen. Was uns noch fehlt. Nachdem er die FBC-Akten in den Händen bekommen hatte, wusste Ilmo Koskela, womit er es zu tun hatte. Er stellte den Kult auf die Beine, seine und Jakos Armee, um das verfluchte Grauen zu bekämpfen, das unter dem See lauerte, und schmiedete einen Plan, um die Feds in ihrem Bunker am See im Dunkeln zu halten. Außenstehende würden nur alles vermasseln. Die Koskelas sabotierten die Überwachungsstation der FBC und manipulierten sie, um sie zu alarmieren, wenn sich am See etwas zusammenbraute. Einmal Monate später, als der Alarm läutete, fuhren sie wieder zum See, bereit für einen Kampf, aber diesmal fanden sie keine Monster. Etwas anderes war in Land gespült worden, der Lichtschalter. Sie hatten ihn in den gestohlenen Akten gelesen, wie Wake Jagger damit aufgehalten hätte. Von da an schnitt der Kult jedes Mal, wenn er jemanden erwischte, den vom Schatten besessen war, das Herz des Monsters heraus, steckte den Schalter in das Loch und bestätigte ihn. Okay. Tja, ich würde zum Cauldron Lake gehen. Leer. Hier ist nichts. Nur Dunkelheit. Die Alten haben echt Ausgang. Was macht denn ihr alle hier? Ich glaube, du hast recht. War vielleicht doch ein Fehler, hierher zu kommen. Ich glaube nicht, dass Marcy zurückkehrt. Fuck, Ryan. Was für eine Scheiße.
Oder müssen wir vielleicht erstmal mit Ellen weiterspielen? Könnte natürlich auch sein. Ich will das nicht mehr machen. Oh nein, jetzt habe ich Watery, glaube ich, angeklickt. Nein. Falscher Ort. Ist ja auch so schön dunkel hier. Wollte gar nicht zum Vergnügungspark wieder zurück. Ja, was ist dann noch unangenehmer als vorher hier? Nee, bring mich mal zum Cauldron Lake. Wusste halt noch nicht, ob wir da schon noch was machen können. Weil wir müssen ja den Übergang ja dann auch erstmal irgendwie schaffen. Ich wusste gar nicht wie. Ah, es wird schön dunkel hier. Das ist die Frage. Ferienhäuser. Bolzenschneider. Aha. Das ist ja interessant. Kommen wir da auch endlich mal rein. Ich glaube nicht, dass wir jetzt einfach da unten hingehen können und irgendwas passiert. Soll ich mal googeln vielleicht? Könnte natürlich sein, dass wir erstmal mit Ellen wirklich weitermachen müssen. Mit ihr vielleicht was einfällt oder so, aber... Ellen Wake. Saga, welches Kapitel hatten wir jetzt gerade? Scratch. Okay, hier steht einfach nur, dass man sich die Sachen in der Zelle angucken soll und dann mit Casey und Esteves nochmal reden. Okay, wir gucken mal, ob wir vielleicht nochmal mit Esteves und so reden können. Und Casey. Vielleicht habe ich einfach noch nicht gesehen, dass wir mit denen reden können. Ich denke mal, der Plan wird wahrscheinlich derselbe sein, dass wir trotzdem zum Cauldron Lake müssen. Ich habe einen Plan. Ich kann mit euch nicht reden. Es hat vielleicht irgendeinen Bug oder so. Zelle. War vielleicht noch nicht alles gesehen? Ist nix. Hier war der Zettel. Oh, hier fehlt uns was. Wake ist nicht die erste Person, für die sich das Dunkel ausgegeben hat. Jetzt wird es wahrscheinlich gehen, oh Mann. Ergänzung zum Bericht der Schatten. Zusammenfassung. Nach der ausführlichen Befragung der Zeugen des AWE 35 haben wir neue Erkenntnisse über den Schatten erlangt.
Die beiden, während des AWE anwesend waren, berichteten, dass sie zu dieser Zeit eine Frau namens Barbara Jagger in Bright Falls gesehen haben. Jagger ist eine ehemalige Schauspielerin und Einwohnerin von Bright Falls, die mit dem Filmemacher Thomas Zane aus Finnland ausgewandert ist und angeblich im Jahr 1970 während eines AWE im Cauldron Lake ertrunken sein soll. Die Forscher sind zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei Jaggers Erscheinung wahrscheinlich um die menschliche Manifestation des Schattens handelt. Wie der Schatten und die psychophysischen Signaturen zusammenhängen, ist noch nicht klar. Die Forschungen sind noch im Gange, die aktuellen Hypothesen sind: A. Der Schatten kann sich nur in die Gestalt von Künstlern oder Personen manifestieren, die bei der Erschaffung von Kunst mitgewirkt und sich in einem bestimmten Umkreis des Cauldron Lake aufgehalten haben. B. Der Schatten kann sich als jedes Individuum manifestieren, das sich innerhalb von Cauldron Lake befindet. Definition erforderlich. Ich meine, er konnte sich ja jetzt auch in Jacko rein manövrieren. Der macht ja die Hirsch-Dinger da. Und er ist fantastischer Schauspieler in den Werbungen. Aber wir sind gerade nicht am Cauldron Lake. Ich meine, wir sind mehr oder weniger in der Nähe, aber... FBI-Agentin wohl noch in Ausbildung, ja. War ein langer Tag. Die Forschung ist im Gange. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Oh Mann. Sonst lese ich hier alles vor und sehe dann so ein Blatt nicht. So, schaue ich mal nochmal auf meine Tafel. Das ist alles für später. Baum des Kultes. Hier. Was steht denn da drauf? Jedes Mal, wenn der Kult jemanden erwischte, der vom Schatten besessen war, schnitten sie das Herz des Monsters heraus. Da. Kultisten wussten, dass der Klicker Macht hat. Sie fanden ihn am Cauldron Lake. So, das Dunkel nahm die Gestalt von Barbara Jagger an. Ich muss wissen, welchen Informationen ich glauben kann. FBC-Akte über die Fähigkeiten des Lichtschalterobjekts der Klicker. Okay, da war wieder Profiling. Tor? Warum denn Tor? Wake Vertrauen? Wake sagte, der Klicker würde das in Ordnung bringen. Aber Wake war Scratch. Wie kann ich seinen Worten trauen? Der Künstler muss sein Werk vollenden. Er gefährdet deinen Frieden. Wach auf und erkenne die Gefahr. Wir haben es dir bereits gesagt, Kleine. Tom hat die Wahrheit über den Lichtschalter erzählt. Lass dich nicht von der Geschichte verwirren. Er muss dein Ende für dich schreiben. Der Klicker lässt es Wirklichkeit werden. Aber wir haben Wake nicht. Alles, was wir über den Klicker wussten, war wahr. Er hatte nicht gelogen. Wissen Sie etwas über den Klicker? Scratch meinte, der Klicker könne die Geschichte ändern. Stimmt das mit Ihrer Einschätzung überein? Der Lichtschalter ist ein paranatürlicher Gegenstand. Vielleicht sogar ein Objekt der Macht. Wir haben verifizierte Berichte erhalten, dass es sich 2010 während des AWE in Alan Wakes Besitz befand. Es hat zweifellos Macht. So viel steht fest. Ich werde mir einen Plan einfallen lassen. Okay, Schlussfolgerungen verfügbar. Das FBC hat den Klicker als paranatürlichen Gegenstand identifiziert, soll über Macht verfügen. Der Klicker kann das wieder gut machen, aber ich kann ihn ohne Wake nicht benutzen. Vielleicht kann Thor mir helfen. Unser Opa Wake retten. Wake ist immer noch am dunklen Ort. Wie hole ich ihn da raus? Wir leben und atmen Rock'n'Roll. Von kreischenden Mengen bis hin zu melodischen Klängen. Der Klicker kann auch andere Kunstwerke verstärken, nicht nur Toms Texte. Hauptsache, sie stecken voller Leidenschaft. Die dunkle Macht des Sees wird sie in die Realität eindringen lassen.
Aber solange der Nutzer des Klickers an die Kunst glaubt, wird sie mit einem Knopfdruck wahr. Ich kann den Klicker ohne Wake benutzen. Nur Wake kann die Horrorgeschichte ändern. Aber ich kann mit dem Klicker etwas anderes ändern. Wie Wake aus dem dunklen Ort zu holen. Mhm. Okay. Ich werde die Realität mit dem Klicker ändern und Wake zurück zum Cauldron Lake bringen. Ich brauche das richtige Kunstwerk, aber das wird kein Problem. Na, wenn du das sagst. Was ist denn das richtige Kunstwerk? Sein Buch oder was? Jetzt weiß ich's. Muss es nur den anderen sagen und alles in Ordnung bringen. Ein für alle Mal. Okay. Ich habe einen Plan. Jetzt haben wir ihn also endlich. Also brauchen wir Wake, um die Geschichte in Ordnung zu bringen. Das hat sich nicht geändert. Die Sache sieht so aus. Wake sitzt noch im dunklen Ort unter dem See fest. Mit dem Klicker können wir ihn befreien. Aber zuerst brauchen wir ein Kunstwerk. Etwas anderes als seine Geschichte, das ihn hierher bringt. Ich kümmere mich nicht um den Papierkram. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte. Aber ich bin dabei. Okay. Ich habe das Gefühl, wenn wir erst einmal damit anfangen, gibt es kein Zurück mehr. Sie wissen doch, was Sie da tun, oder? Oh, ab hier beginnt das Finale des Spiels. Wenn du zum Cauldron Lake reisen möchtest, musst du zuerst dein Spiel speichern. Die Erkundung und Reise zu anderen Gebieten sind beschränkt, wenn du dich entscheidest, fortzufahren. Oh. Dann sollten wir vielleicht vorher nochmal zu Ellen gehen. Weil eigentlich haben wir noch 3 Kapitel vor uns. Ah, macht wahrscheinlich Sinn, wenn wir den richtigen Ellen herholen. Ist die Frage, ob wir zu Ellen wechseln wollen, weil Ellen hat halt noch 2 Kapitel, beziehungsweise wir sind im 8. gerade, mit Zanes Film, was wir Ellen erstmal durchmachen. Und dann machen wir beim Finale weiter. Aber wenn wir Ellens Seite fertig machen, dann ist er ja auch bereit dafür, in die reale Welt zu kommen. Keine Ahnung. Muss ich auch mal googeln. Ellen Wake? Oder kann man... Weil wir haben halt noch 3 Kapitel hier. Ich hatte irgendwie gedacht, dass man, wenn wir jetzt in Kapitel 8 oder so mit Saga sind, nochmal zu Ellen wechseln könnten. Schauen. Geht da zufällig oder müssen wir jetzt schon zu Ellen wechseln? Ich meine, ich hätte jetzt auch nichts dagegen. Kann ja sein, dass die nächsten 2 von Ellen auch nicht sonderlich lang sind. Fahrt mit Saga Stories fort, kommt ihr ins Endgame und könnt nicht mehr zurück. Ihr könnt jetzt in einem beliebigen Speicherraum mit dem Wisch einmal interagieren und die Realität wechseln, um als Ellen weiterzuspielen. Okay. Also geht es dann tatsächlich schon zu Ende. Das ging ja schneller, als ich dachte. Okay, dann noch nicht. Noch nicht ganz. Geben Sie mir einen Moment. Okay, ich muss erstmal zu Ellen wechseln. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie bereit sind. Ja. Speicher trotzdem. Wir müssen runter. Hier hatten wir ja sowas gar nicht, oder? Ich glaube, hier hatten wir so ein Realitätsdings nicht. Hatte ich gar nicht gedacht. Dachte, wir können die ganze Zeit zwischen hin und her springen. Aber dann machen wir wohl doch erstmal Ellen fertig. Und scheint es wohl so ein bisschen unabhängiger doch zu sein, als ich dachte. Ich meine, er ist ja sowieso schon die ganze Zeit in der dunklen Welt da oder am dunklen Ort gefangen. Schauen. Ich will das nicht mehr machen. Ja, das hatte ich auch das Gefühl gestern, als die ganze Zeit Cynthias Jumpscares mir entgegensprang. So. Nichts mehr für uns zu tun. Stimmt. Hier einmal speichern, können wir mal wieder manuelle machen. So. Ellen, ich komme.